Warum bekomme ich als Rentner kein Krankengeld, wenn ich noch normal arbeiten gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wieder eine dieser vielen Fragen, die uns jeden Tag auf unserem Online-Portal rentenbescheid24 erreichen. Ich bin 67 Jahre alt, gehe normal 40 Stunden arbeiten und beziehe eine volle Altersrente. Ich bin jetzt krank geworden. Und für die ersten 6 Wochen habe ich meine Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber bekommen. Und warum lehnt meine Krankenkasse jetzt die Zahlung des Krankengeldes ab? Ich zahle doch wie jeder andere Arbeitnehmer auch hälftig mit meinem Arbeitgeber Krankenversicherungsbeiträge von meinem Bruttolohn. Eine ganz klare Anfrage. Grundsätzlich haben Sie als Arbeitnehmer, auch wenn Sie Altersvollrentner sind und krank werden, in den ersten 6 Wochen einen Entgeltfortzahlungsanspruch, und zwar in voller Höhe. Das hat also nichts damit zu tun, dass Sie eine Rente haben. Das ist auch nicht das Problem, aber nur noch mal für Sie als Klarstellung. In der Zeit, die ersten 6 Wochen, haben Sie immer Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Beim Krankengeld sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das Krankengeld ist Kraft Gesetzes für einen Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente oder einer vollen Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen. So steht es in § 50 SGB 5 geschrieben. Die Regelung ist ein genereller Leistungsausschluss. Wenn aber eine Altersrente als Teilrente gezahlt wird, kann ein Krankengeldanspruch bestehen. Aber Vorsicht, hier steckt auch eine Falle dahinter. Wenn aber feststeht, dass die allgemeine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro oder jetzt 44.590 Euro nicht überschritten wird, kann die Krankenkasse Sie auffordern, einen Antrag zur Zahlung einer Vollrente wegen Alters bei der DAV zu stellen. Und zwar innerhalb von 4 Wochen. Und kommen Sie diesem Antrag nicht oder dieser Aufforderung nicht nach, stellt die Krankenkasse knallhart das Krankengeld ein. Damit gilt allgemein, Krankengeld gibt es für einen Altersrentner, der eine volle Altersrente bekommt, nicht. Aber für einen Altersrentner, der eine Teilrente bekommt, schon, aber dann unter bestimmten Voraussetzungen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.